Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Wir haben es wahrscheinlich alle mitbekommen. Unser Lieblings-YouTuber hat ein exklusives Interview gegeben. Ja, und das ist wieder so, wie ich es von den Standardmedien erwartet habe. Es ist, wie können wir es nennen? Ein Feuerwerk des Bullpiep? Bruder, kannst du dir nicht ausdenken. Es haben auch schon Leute Videos dazu gemacht. Der heilige Ofenkäse, Rocksau. Die sind darauf ein bisschen näher eingegangen. Ich will das nur kurz anschneiden. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich hatte einen anderen Plan. Und zwar, wie immer zum Jahresende, es ist ja jetzt der Jahresanfang, aber da kann man natürlich gut vergleichen, hat ja Rainer auch, naja, nicht letztes, aber vorletztes Jahr, eine Qualitätsoffensive angekündigt. Und da habe ich mir gedacht, das schauen wir uns doch heute mal an. Zu dem Interview mit der Bild, Bruder. Ja, alleine, dass da gesagt wurde oder geschrieben wurde, dass ihm 200.000 Leute zugeschaut haben. Er hatte in guten Streams 200 Zuschauer. Ja, sagen wir mal, schwierig. Wir wissen, wie das mit seinen 200.000 Abonnenten zusammengekommen ist. Ja. Entweder hat er selber oder einer seiner Drachis da ein bisschen Moneten, ein bisschen Barne in Richtung Osten geschickt. Das wäre so meine Vermutung einfach. Ja. Dann, was ich sehr interessant fand, ist, wie er eigentlich, ja, als damals RTL vor seiner Tür stand, wie er gesagt hat, RTL und die Bild, wir wissen alle, wie die sind, wie oft er über die Bild-Zeitung geraged hat. Ja, weil es natürlich auch öfter Artikel in der Bild-Zeitung über ihn gab. Da hat er richtig, aber richtig gefrontet. Jetzt gibt es ein Exklusivinterview. Ja, es scheint die Barren knapp zu werden. Ich weiß nicht, was die Bild für sowas bezahlt. Keine Ahnung. Ist mir noch nicht passiert. Es ist aber auch, wenn er sagt, er zieht sich aus dem öffentlichen Leben, aus dem Internet und so weiter, zieht er sich zurück. Jetzt frage ich euch, wann habt ihr denn das letzte Bildinterview gegeben? Oder die nächste Netflix-Doku geplant. Oder mit der Wednesday, Thursday, Tuesday Company zusammengearbeitet. Ja, und ich glaube auch irgendwie mittlerweile nicht mehr daran, dass das Ding bei Netflix laufen wird. Ich glaube, das kommt irgendwann im RTL 2 Vormittagsprogramm. Da passt es irgendwie rein. Rein mit AI, ganz wichtig. Und was ich auch sehr interessant fand, dass Rainer in diesem Interview angedeutet hat, oder was heißt angedeutet, er hat es ganz klar gesagt, dass er nicht mit dem Internet aufhören wird. Er kann nämlich nichts anderes. Manche bösen Zungen würden jetzt behaupten, er könnte auch das nicht. Dazu gehöre ich natürlich nicht. Lull! Ja, alles schwierig. Ne? Sag ich nochmal hier, Ding. Alles sehr schwierig. Also was da in dem Interview herauskam, er hat sich halt aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Er ist jetzt keine Person des öffentlichen Lebens mehr, so wie er gesagt hat. Ja, Meme, sitzt in der Bild-Zeitung. Gut, gut, gut. Lieber Guardian, ich grüße dich. Ja? Lies dir das Interview doch bei Zeiten nochmal durch. Gut, Leute. Das wäre es dann eigentlich für heute gewesen. Aber ihr wisst, das mache ich nicht. Das mache ich einfach nicht. Ich habe dieses Qualitäts-Content-Video für heute geplant und das ziehen wir jetzt auch durch. Denn hier auf diesem Kanal wird Qualität noch groß geschrieben. Und auf diesem Kanal kann auch Qualität noch buchstabiert werden, im Gegensatz zu einem anderen Kanal, den es nicht mehr gibt, so wie ein unterirdischer 10 Meter langer Feldweg. Lell. Ich würde sagen, Leute, gehen wir rein. Es war ein Dragon Monday, in dem er das getan hat. Ich weiß, ihr sagt jetzt, Arni, du Dulli, ist doch gar nicht Monday. Aber es passt.
Und am Monday habe ich ja was anderes hochgeladen. Also dachte ich mir, ey, warum nicht? Es geht ja nicht um den Monday selber. Wenn er doch seine Filmvorstellungen und so weiter machen sollte. Ich habe den Stream gar nicht mehr komplett im Kopf. Lassen wir das auch weg. Es geht mir eigentlich nur um die Qualitätsoffensive. Ja, das, was er sich für das nächste Jahr vorgenommen hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Abfahrt. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zurück. Was ist hier passiert? Er sieht aus wie so ein Monchichi, ne? Mal hier ist. Und dann hier geht's nach oben. Kennt ihr noch Seinfeld? Wo Kramer, der Nachbar Kramer. Das sieht aus, als hätte er sich eine Knossi-Krone aus Haaren gebastelt. Aber hey, wem's gefällt? Beim Drachen. Heute wieder mit dem Dragon Monday. Das letzte Mal dieses Jahr voraussichtlich, denn wir müssen jetzt noch mal gucken, wie wir das letzten Endes umsetzen. Letzten Endes, wuhu! Grüße gehen raus. An Hicks, an Quaffi, an Franz, an Süßmutter, an alle. Ich habe vor, dieses Jahr keinen Dragon Monday mehr aufzunehmen. Ich habe auch vor, dieses. Ja, gut, es geht ja auch nicht, weil es ist der letzte. Voraussichtlich der letzte Dragon Monday dieses Jahr. Meme, es ist der letzte Montag. Voraussichtlich ist es der letzte Montag. Aber man kann es ja nicht wissen. Ne, man kann sich da nie 100% sicher sein. Montag dieses Jahr. Ich habe auch vor, dieses Jahr keine weiteren Videos mehr aufzunehmen und auch keine Streams mehr zu machen. Ist trotzdem passiert. Ich möchte kurz auf diese Steckdose hier hinweisen. Wie kommt man auf so eine Idee, ein Poster hier hinzuhängen? Ups, kurz ans Mikro gekommen. Wie kommt man auf diese Idee, ein Poster hier hinzuhängen? Halb über eine Steckdose. Was muss einen da reiten? Den Grund dafür erfahrt ihr im Lauf des Videos. Den Anblick hinter mir könnt ihr noch mal kurz genießen. Auch den werdet ihr dieses Jahr das letzte Mal sehen und auch im nächsten Jahr vermutlich nicht wiedersehen. Genaueres dazu aber in einem anderen Video, beziehungsweise Wie viel Wände er damals noch hatte, ja? eventuell später noch in einem anderen Thema. Näheres dazu in einem anderen Video. Meme, ich werde kein Video mehr machen. Okay. Drei Themen haben wir heute. Insgesamt ist der Dragon Monday da zwei Themen kürzer als sonst. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass es letzten Endes nur noch ein kurzes Zusammenfassungsvideo sein soll. Eben Bezug auf meine Eindrücke vom letzten Jahr, meine Eindrücke dieses Jahr und so weiter. Da hätten wir die Drachenlord-Woche, wie jede Woche. Da erzähle ich ein bisschen von letzter und dieser Woche. Wie jede Woche. Also so 30% der Zeit, wenn es denn gekommen ist. Was geplant ist, was geplant war, bla bla bla. Ende des Jahres 2020. Da erzähle ich euch ein bisschen von meinen persönlichen Eindrücken und meinen Erfahrungen und so ein paar Kleinigkeiten von 2020. Rainers Erfahrung. Das kann eigentlich kein langes Video werden. Es ist nicht sehr kurz. Ursprünglich wollte ich dazu noch ein kleines Best-of machen und so weiter, auch ein bisschen. Das war aber leider harte Arbeit. Ja, da hat er dann gesagt, nee, schneiden und so. Schneiden ist halt auch so ein Endgegner bei ihm, ne? Im Video noch zeigen, ein paar Best-of-Sachen. Habe ich jetzt letzten Endes nicht mehr geschafft, weil der Dragon Monday heute noch raus muss. Aber. Ja, kam auch ganz unerwartet der Montag wieder, ne? Der Montag kam einfach unerwartet. Das hätte er jetzt nicht vorher planen können. Der muss dann heute raus und es war halt keine Zeit mehr da. Ja, für die Zukunft muss ich mir das echt vornehmen, dass ich das früher anfange, das Ganze. Ich schiebe es mir ein bisschen zu auf die lange Bank, aber im kommenden Jahr wird es nicht mehr auf die lange Bank geschoben. Wie viel lange Bänke er damals noch hatte. So, im nächsten Jahr wird nichts mehr auf die lange Bank geschoben. Da fängt wahrscheinlich die Qualitätsoffensive schon an. Das kommende Jahr wird so laufen, dass ich meine Hoffnungen und meine Wünsche erzählen möchte fürs. Ja, er wird seine Wünsche vor allen Dingen auf Listen setzen, ja, die dann unter den Videos verlinkt sind. Kommende Jahr 2021, da werde ich auch unter anderem meine Pläne euch erzählen. Dann fangen wir an mit der Drachenlord-Woche. Aber erst nach dem Intro. Viel Spaß. Oh nee, ich hab's aus Versehen weggespult. Es tut mir leid. Warte mal, wurde da irgendwas eingeblendet? Moment, ich gehe mal kurz, Ding. Ach nee, er hat hier nur, hier. Ding.
Oben links Drachenlord, abonnieren, subscriben, Glocke aktivieren und so weiter. Könnt ihr bei mir übrigens auch machen, ja? Abonniert gerne, lasst gerne ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Kostet euch nichts. Und mich würde es sehr freuen. Weihnachten ist jetzt ja vorbei. Gott sei Dank, werden manche sagen. Andere, ja, ich zum Beispiel. Die werden sagen, ach nö, nicht schon wieder. Die Füllerei ist vorbei. Das sagt er dann wahrscheinlich. Aber die Füllerei ist da noch nicht vorbei. Ne? Das ist ja bei unserem Reini. Wenn man so aussehen will, so ein durchtrainierter Typ, ne, da muss man auch mal essen, wenn man keinen Hunger hat. Füllerei. Wie dem auch sei, Spaß beiseite. Silvester ist jetzt das letzte große... Ach, das war Spaß. Rainer, das musst du dabei schreiben. Das Ereignis im Jahr 2020. Das Jahr ist echt schnell vorbeigegangen, haben viele zu mir gesagt. Viele. Joker 1510, Drachenbade, Drachengames LP, Drachenlord, Rainer.w, Drachenphönix, alle haben es ihm erzählt. Wobei natürlich die Sache ist, dass das Jahr selber nicht schneller vorbeigehen kann als sonst. Tatsächlich ist es wirklich so, dass eben schlicht und ergreifend das Jahr schnell vorbeigegangen ist für die Leute, die schon ein wenig älter sind und mehr Erfahrungen im Leben haben. Das ist zumindest so mein Eindruck, weil man nicht mehr so viele neue Erfahrungen macht. Rainer, du bist 30. Rainer, rauszugehen, 5 Kilometer zu laufen in dem schönen Sommerregen, das wäre für dich eine neue Erfahrung. Du bist, ganz ehrlich, also wenn du mal rausgehen würdest, Erfahrungen sammeln würdest, du wärst wie ein Hund, den das erste Mal zum Winter rauslässt, wenn der Schnee liegt. Das ist ja alles neu. Du sitzt seit 30 Jahren in deiner Bude. Junge. Viele, die jünger sind, machen neue Erfahrungen jederzeit. Nicht immer, aber viele. Und umso älter man wird, umso weniger neue Erfahrungen macht man, weil man eben schon viel gesehen hat und viel erlebt hat. Und deswegen erscheint einem das Jahr kürzer, weil eben mehr oder weniger die Routine einkehrt. Vor allem für Leute in meinem Alter. Ja, vor allem für Leute in seinem Alter. Der ist 30 Jahre alt und hat noch nichts von der Welt gesehen. Der ist 30 Jahre alt, in neue Erfahrungen wäre es ein Poster, nicht über Steckdosen zu hängen. Oder hier hinter so einem Winkel. Guckt euch das mal an, wie das Poster hier aussieht. Das hier ist komplett schief. Da ist über den Winkel geklebt, hier über Steckdosen. Und er redet von Erfahrung. Bruder. Die zum Teil schon Kinder haben, die einen festen Job haben, die ein festes Einkommen haben. 3 Sachen, die du nicht hast. Nenne mir 3 Sachen, die Rainer nicht hat. Die auch einen mehr oder weniger geregelten Alltag haben. Nenne mir 4 Sachen, die Rainer nicht hat. Wir stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, kommen nach Hause, machen sich Abendessen, spielen mit den Kindern, machen irgendwas mit den Kindern, falls sie Kinder haben. Ansonsten gehen sie vielleicht nochmal mit dem Hund raus oder irgendwas. Dann legen sie sich ins Bett und das machen sie dann die ganze Woche. Am Wochenende gehen sie dann ein bisschen feiern. Das ist dann mehr oder weniger so ein bisschen diese Routine, die sich einkehrt. Was der da erzählt. Und wenn man da nicht groß darauf achtet, dann kann es schnell passieren, dass von einem Tag zum nächsten Tag nicht wirklich viel Zeit vergeht für einen, was das Gefühl dir angeht. Gut, aber ich schweife ab, das gehört hier nicht hin. Viele haben mich gefragt, Drache, wie sieht's aus? Viele. Wie sieht's denn aus? Hast du an Weihnachten wenigstens jetzt deine Ruhe gehabt? Die Leute, die mir auf Snapchat folgen, wissen, nein. Es war vorhersehbar, dass an Weihnachten wieder viele Idioten bei mir vor der Tür stehen. Es war vorhersehbar, dass wieder viel Scheiße passiert. Es wird auch an Silvester und so weiter passieren. Trotz Ausgangssperre, ein paar Hater haben schon aufs Maul gekriegt. Mehr. Natürlich, Rainer, aber selbstverständlich. Junge, was für ein Blödsinn. Oder weniger, also nicht verbal, verbal schon immer, aber nicht körperlich, sondern dadurch, dass sie wirklich mal mehrere 100 € Strafe zahlen mussten oder müssen jetzt. Wo sind die Beweise dafür? Dann mehrere Leute, die erwischt wurden nach 9 Uhr, da ja Ausgangssperre ab 9 Uhr ist, wurden tatsächlich für 500 € Strafe belangt. Das ist. Wo ist der Beweis dafür? Tatsächlich lustig gewesen, dazu zu sehen. Da habe ich meinen Lacher gehabt. Haha, voll lustig. Rainer, wo ist der Beweis? Oder besser gesagt, da war der Lacher auf meiner Seite dieses Mal, wo er normalerweise eher gegen mich ist, was mich an sich nicht stören würde. Nein, deswegen erzählst du auch gerade davon. Stört ihn gar nicht. Ich weiß noch die ganzen Augenschwitzvideos, die er da ins Internet geschissen hat. Kannst du dir nicht ausdenken. Erzählt er, das stört ihn nicht. Wenn er sich aufs Internet beziehen würde. Gut, das sind wir auch schon bei einer Aussage, die ich noch treffen möchte. Ah ja, wenn es im Internet ist, dann stört es ihn nicht, ne? Unge. Und hier, Solmecke sein Christian. Und zwar,
Im kommenden Jahr wird es eine kleine Regeländerung für mich persönlich geben, die jetzt nicht auf euch bezogen ist und auf mich bezogen ist, sondern mehr auf die allgemeine Situation bezogen ist. Und die möchte ich hier nochmal deutlich sagen. Sprich zu uns, Reini, sprich zu uns. Wer vor meiner Haustür steht, egal ob es ein Fan ist, ein Hater ist, eine neutrale Person ist, jemand ist, wenn ich euch nicht eingeladen habe, und ich meine wirklich ausdrücklich eingeladen, das bedeutet, ich habe euch als Individuum angesprochen. Ich fühle mich jetzt angesprochen. Ich habe gesagt, ey Frank, ey Hans, wie auch immer ihr heißt, keine Ahnung. Clemens. Bitte Name einfügen. Kannst du mich gerne besuchen kommen? Trink mal Bier oder irgendwas. Wenn ich das. Er hat mich gerade auf ein Bier eingeladen, oder? Und ich glaube euch auch. Also, zumindest kam mir das jetzt so vor. Kann sein, dass ich jetzt falsch verstanden habe. Schaut lieber selber nochmal nach und kontrolliert. Das nicht ausdrücklich zu euch als Individuum gesagt habe, dann seid ihr hier nicht willkommen, seid für mich Hater und seid für mich ab diesem Moment komplett gestorben. Und wenn ich in der Lage bin, werde ich auch schauen dafür, dass ihr wirklich Probleme bekommt, wenn ich irgendwie die Möglichkeit dazu habe, was ich. Ja, Rainer, und dann wunderst du dich, dass Leute, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, dafür sorgen, dass du Probleme bekommst. Das möchtest du nicht. Komisch. Teilweise nicht habe, aber darum geht es nicht. Ne? Also nur damit es nochmal klargestellt ist, jeder, der hierher kommt, jeder, der nicht ausdrücklich eingeladen ist, ist für mich ein Hater. Punkt. Geplant war letzte Woche der Dragon Monday. Und er ist gekommen und dann gab es auch noch den Livestream mit Marvin Smittens an Heiligabend. Auch der. Ein Spiel, ich weiß nicht, ich fand's ganz süß, muss ich sagen. Aber ein Spiel, in dem man halt mehr nicht sterben kann, das ist halt das, ja, das ist das, was Reini braucht. Und ich habe mir sagen lassen, dass Gronkh das immer zu Heiligabend gespielt hat. Ja, natürlich hat Reiner dann auch das erste Mal dieses Spiel gespielt und erzählt, ja, das mache ich schon immer zu Weihnachten. Okay. Ist gekommen. Mehr war auch letzte Woche gar nicht geplant. Also ist es Dragon Monday und ein Livestream gekommen. Wetter, er hat sich richtig überarbeitet, er hat sich richtig verausgabt. Für die kommende Woche ist nichts mehr geplant, außer dem Dragon Monday, also das Video hier, weil ich möchte im kommenden Jahr einige Änderungen machen, wie ich gleich noch erklären werde. Und da ist definitiv keine Zeit mehr dafür, dass ich auch noch groß irgendwelche Videos jetzt dieses Jahr mache. Denn fürs nächste Jahr habe ich bereits Skripte geschrieben, ich habe bereits angefangen Natürlich, Rainer. Und dein Buch hast du auch geschrieben nebenbei. zu arbeiten an verschiedenen Sachen und Ideen und Punkten. Habe auch einige Leute, die mir momentan mit ein paar Effekten helfen. Also im Moment ist wirklich die Sache, mir steht momentan das Wasser bis hier und Nein, Rainer, das Wasser steht dir in den Beinen. Ja? Das menschliche Abfallprodukt oder das Abfallprodukt des menschlichen Körpers, das steht dir bis da oben. Ja? So tief hängst du nämlich in der Scheiße drin. Entschuldigung. Rainer, und wenn du uns jetzt erzählst hier, ich bin am Arbeiten, ich habe Skripte, ich habe. Ja, das kommt gleich alles noch. Es ist schön, da mit dem heutigen Wissen nochmal drauf zu schauen. ich habe nur noch so viel Platz. Also deswegen wird es dieses Jahr nichts mehr werden. Manche Leute würden jetzt, Moment. Und ich habe nur noch so viel Platz. Wenn er diese Geste macht, würden manche Leute etwas anderes behaupten, Rainer, dass du so viel von etwas hast. Ja? Also deswegen wird es dieses Jahr nichts mehr werden. Auch mit Livestreams nicht. Voraussichtlich. Ich möchte nie was ausschließen, aber voraussichtlich. Neben den neuen Videoplanungen fürs kommende Jahr will ich auch Sachen für mein Haus machen. Ich will meinen Gang oben und unten streichen. Selbst das ist nicht passiert. Ein Eimer Farbe und die Wände streichen. Leute, das ist nicht mal eine Tagesaufgabe. Habe ich mir schon eine Farbe überlegt. Muss ich noch mit meinen Mädels abklären, sonst kriege ich von denen auch. Ja, mit seinen Mädels. Na klar. Rainer hat jetzt diesen Gang eigentlich fertig gestrichen. Er hat sich nämlich eine Farbe überlegt. Ist eigentlich schon durch. Eigentlich ist es schon fertig. Zeige. Muss ich auf jeden Fall eigentlich jetzt noch machen. Der Mann ist 30 Jahre alt und denkt sich zwei Freundinnen aus. Just saying. Und geplant ist auch meine Küche herzurichten, vielleicht auch unten das Badezimmer im Alles nicht passiert. Keller.
mal überlegen, japanisches Badezimmer? Ja, genau, das Zimmer. Ja, Rainer, da hattest du 10 Jahre Zeit für. Es ist nicht passiert. In 10 Jahren hat er es nicht geschafft, ein Badezimmer dahin zu setzen. Und dieses japanische Bad, das eigentlich, was er da machen wollte, wollte da ja keine Dusche und nichts reinmachen, weil man muss ja vorher woanders duschen, um dann da baden zu gehen. Er hätte die Badewanne leer räumen müssen. Und dann wäre es seiner Meinung nach ein japanisches Bad gewesen. Eine Toilette war da nicht drin. Ich weiß nicht, ob das für ihn in ein japanisches Bad reingehört. Kann ich euch nicht sagen. Vielleicht ein paar andere Fliesen. Ja, und dann wäre das ein japanisches Badezimmer für ihn gewesen. Das hat er in 10 Jahren nicht geschafft, die Badewanne leer zu räumen. Just saying. Und die Küche. Leute, lasst uns von der Küche nicht anfangen. Er hat es in 10 Jahren nicht geschafft, die Küche aufzuräumen. Wir brauchen hier nicht von Renovieren zu reden. Und eventuell auch im Gang noch, im Keller noch ein bisschen was herrichten. Das wird sich zeigen, wie es im kommenden Jahr läuft. Ich möchte nämlich meinen Keller generell ein bisschen herrichten, schon längere Zeit. Und je nachdem... Rainer, wir haben deinen Keller gesehen. Ja? Ich bin ganz ehrlich, bin ich handwerklich eigentlich recht fit. Ja? Wenn im Haus was erledigt werden muss, egal ob man irgendwo eine Steckdose hinsetzt oder ob Rohre verlegt werden müssen, ob die Toilette kaputt ist, ich krieg das eigentlich hin. Ja? Aber diesen Keller herzurichten, das würde ich nicht schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann braucht Rainer hier gar nicht dran zu denken. Wir haben den Keller gesehen, als er hier mit dem, wie heißt er hier, Popeye? Der dunkle Parabelritter. Als er mit dem mal durchgegangen ist. Rainer, wir haben deinen Keller gesehen. Dafür brauchst du, Rainer, da müssen wenigstens 10 Handwerker und 4 Exorzisten rein. Mindestens. Wie ich das mache, mache ich das vielleicht. Vielleicht gibt es auch Videos dazu, das verspreche ich aber nicht. So, ansonsten, ne, würde es geben... Und das wären bestimmt lustige Videos oder gute Videos geworden. Ja, gut nicht, aber sagen wir lustig. Für uns, nicht für ihn. Wie er versucht, den Keller zu renovieren. Das wäre Content gewesen. Für das kommende Jahr, ja, dass ich ein bisschen abnehmen möchte. Rainer, auch das hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich glaube, er hat mal gesagt, zu diesem Zeitpunkt hat er irgendwie zwischen 170 und 180 gewogen. 100 Kilo 80. Er war dann irgendwann bei 217. Seiner Ansicht nach. Ich glaube, er hat damals schon an der Vierteltonne gekratzt. Aber das ist nur meine Vermutung. Also abnehmen hat nicht so gut funktioniert. Er hat die Massephase hat er mitgenommen, obwohl er genug Masse hatte. Hat aber dann das Trainieren vergessen. Aktiv. Allerdings habe ich mir keine Zahl gesetzt. Also ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt 30 Kilo abnehmen. Er will aktiv abnehmen, hat er extra dazu gesagt. Pass mal auf. Aktiv. Allerdings habe ich... Ja, dass ich ein bisschen abnehmen möchte. Aktiv. Er will aktiv abnehmen. Das heißt, er will etwas dafür tun. Na, auf die Nummer bin ich gespannt. Allerdings habe ich mir keine Zahl gesetzt. Also ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt 30 Kilo abnehmen oder so, oder 40 oder 100, was extrem gefährlich wäre bei meiner... Nein, Rainer. 100, ja gut, sagen wir, er wiegt 180. 100 Kilo, er ist ungefähr 1,85, 1,83 groß. Auch wenn er lieben gerne was anderes behauptet. Da wären 80 Kilo... 80, 85 Kilo wären da okay. Das ist ein sehr gutes Gewicht. Meine Größe, weil ich wiege momentan nicht mal 170 Kilo. Er fliegt schon wieder. Leute, er fliegt schon wieder. Es ist soweit. Lange hat es gedauert, aber er fliegt wieder. Und wenn ich 100 Kilo abnehmen würde und momentan tatsächlich, dann... Rainer, du bist massiv adipös und redest jetzt davon, wie gefährlich es für dich bald wird, Gewicht zu verlieren. Was, in was für einer Welt lebst du bitte? Junge. So schwer von 70 Kilo wäre das ziemlich gefährlich für mich, weil mit über 1,90, 70 Kilo... Du bist nicht über 1,90. Und wir kennen, ich kenne zumindest von Rocket Beans, Valentin. Der ist knapp 2 Meter und wiegt, glaube ich, 60 Kilo oder so. Ja? Also gefährlich ist es nicht.
Magersucht nennt man das. Der ist schwer adipös und redet von Magersucht. Versteht ihr? Versteht ihr? Dieser Mann hier, der hier, ja, hat gerade Angst, magersüchtig zu werden. Er hier. Nein, ihr guckt richtig. Er hier, den meine ich. Den da. Ja. Wirklich. Gut, Amazon. Ich habe für einige von euch, die meine Let's Plays und Livestreams mit Gaming cool finden, noch auf meine Amazon... Wer soll das sein? Amazon Wunschliste ein neues Pokémon gesetzt oder ein weiteres Pokémon gesetzt. Das nennt sich Schild, beziehungsweise es nennt sich Schwert. Das ist aus der... Gibt es ein Pokémon, das Schwert heißt? Ey, nimm's, also ich kenne mich nicht hart mit Pokémon aus. Ja? Ich weiß gerade nicht, was er meint, also da muss ich... Nee. Generation Schwert und Schild. Aber es ist die schwärzere Variante. Fand ich persönlich jetzt schöner, weil ich mag Schwerter. Ja, Schilde sind nicht so dein Ding, ne? Ey, klärt mich bitte auf in den Kommentaren. Ich weiß nicht, was für ein Pokémon er meint hier jetzt gerade. Und wie kann man sich die auf die Wishlist setzen? So Stofftiere oder was? Ist für die Switch. Würde ich also im Livestream auch zocken. Ah, es ist ein Game. Ach so. Okay. Und das kannst du dir jetzt nicht selber kaufen. Warum? Wenn du damit zocken und Geld verdienen willst? Warum kaufst du das nicht selbst? Nur so als Information am Rande. Dann haben wir Ende des Jahres 2020. Ich weiß, es ist nicht euer Lieblingsthema, aber ich würde es trotzdem gerne ansprechen. Die Hater. Rainer, du hast versprochen in einem Malzahn-Video, dass du das nie, nie, nie wieder ansprechen willst. Versprochen hast du es. Die Hater haben meiner Meinung nach und meines Empfindens nach dieses Jahr ziemlich nachgelassen. Ja, noch Fragen? Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Also ich meinte, die Häufigkeit der Aktivitäten hat nachgelassen. Rainer, wenn du sowas sagst, heißt es nicht, versteht mich bitte nicht falsch. Wenn du mit Leuten redest, die dir wohlgesonnen sein sollen, heißt es nicht, versteht mich nicht falsch, sondern heißt es, ich habe mich falsch ausgedrückt. Im Vergleich der vergangenen Jahre. Was aber zugenommen hat, sind die asozialen Aktionen der Hater. Wie zum Beispiel Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Von sowas distanziere ich mich. Und so weiter. Das hat dieses Jahr tatsächlich zugenommen. Es fängt schon damit an, dass die Hater, wie zum Beispiel die ekelhafte, widerliche, fette... Er will jetzt hier Denise beschreiben. Vor, beziehungsweise auf meiner Hauswand rumgeklettert ist und da dann irgendwelche Sachen gesprayt hat, wofür ich sie am liebsten wirklich so lange in den Knast stecken lassen würde, bis sie alt und grau ist und der Traum von Kindern sich für sie erledigt hat. Ich hoffe, ja. Also er möchte eine Frau so lange in den Knast stecken, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann, weil sie mit einer Spraydose gesprüht hat. Ja? Das ist seine Vorstellung von Gerechtigkeit. Rainer, was würde dir dann blühen? Was würde dir dann blühen, wenn jemand, der, weil er was an eine Wand sprüht, ins Gefängnis kommt, bis diese Person keine Kinder mehr bekommen kann? Verstehst du, was du da redest? Aber wisst ihr was? Jede andere Wand wäre ihm komplett egal gewesen. Das Wichtige hierbei war, dass es seine Wand war. Denn das Einzige, was Reini interessiert, ist Reini. Er hat noch keine Kinder, Alter. Denn ja, an Kinder tun mir jetzt schon leid. Mir auch immer, das ist auf jeden Fall so die Situation. Gott, bin ich froh, dass der sich nicht vermehren wird. Ohne Spaß. Ich hoffe, da findet sich keine... Nee, ich will jetzt auch nicht sagen, was das für eine Person sein muss, denn sonst werden mir die Prügeln ausgeschmaust. Also es ist an Aktivitäten selber, also an asozialen Aktivitäten selber hat es zugenommen, aber die Häufigkeit und die Menge an Hatern ist im Vergleich der letzten 3-4 Jahre abgenommen. Das ist auch der Grund, warum ich sage, dass es schwächer geworden ist. Ich sage euch jetzt gleich, was die Hater jetzt vorhaben, wenn sie das hier hören und sehen. Der Hate wird weniger, vielleicht kommen jetzt mehr.
Die Hater werden genau jetzt anfangen, wieder versucht, vermehrt bei mir vor der Tür zu stehen. Und damit würden sie nur einer kindischen Aktion nachgeben, die ich vorhersehe. Und. Also war deine Aktion jetzt kindisch, oder was? Wenn man schon so schlechte Aktionen plant und umsetzt, dass sogar ein Sonderschüler einen, naja, durchschaut, ist die Frage, wer ist der Dümmere? Der Sonderschüler, den man verarscht? Oder der, der das macht, was der Sonderschüler vorhersieht? Ja, Rainer, das wird nicht funktionieren, was du hier jetzt vorhast. Zu sagen, haha, wenn ihr kommt, bin ich schlauer als ihr. Das wird nicht klappen. Denn wenn sie kommen, dann wirst du genau so aus der Wäsche schauen. Ziemlich genau so. Nur ein bisschen lauter. Und ja, das ist definitiv jetzt Manipulation. Nein, Rainer, ist es nicht. Guckt euch an, wie er sich fühlt. Guckt mal, wie er sich fühlt. Nein, Raini, ist es nicht. Die Leute tun was denen gefällt. Du kannst daran gar nichts ändern. Naja, könntest du schon, aber nicht so. Die Frage ist nur, was macht ihr? Weil das ist eine Manipulation, da steckt ihr jetzt in der Zwickmühle. Kommt ihr hierher, habe ich es vorausgesehen und vorhergesagt. Kommt ihr nicht, macht ihr genau das, was ich will. Also ich würde nicht das machen, was du willst. Hätte ich geplant, dahin zu fahren, mit ein paar Kumpels, hätte eine schöne Zeit gehabt, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich hätte da keinen Radau gemacht, aber wegen so einem Spruch hier, guckt euch das an. Bruder. Juckt mir doch gleich was. Mir ist egal, was er sagt. Eure Entscheidung. Gewonnen habe am Ende ich. Nein, Rainer. Wenn die da hinkommen und du spielst wieder den Tanzbär, hast du verloren. Das nennt man klug. Buchstabierklug. Eine kurze Zusammenfassung von diesem Jahr. Es sind Sachen passiert wie die 1 Million Aufrufe auf Skirskir, was mich unglaublich überrascht hat und unser Team von der Musik her sehr gefreut hat. Ja, Rainer, das Team hat ja auch irgendwie einen flotten Song entwickelt, kann man nicht anders sagen. Ja, ich glaube, diese Leute haben sehr, 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 sehr viel Talent, wirklich. Die könnten wirklich was reißen, glaube ich. Ne? Wenn die es schaffen mit jemandem wie Rainer, dann 1 Million Aufrufe, am Ende glaube ich sogar 3 Millionen. Wenn die es schaffen, mit Rainer so einen Song hinzubekommen, jetzt überlegt mal, was die schaffen würden, wenn die einen Troll Lindemann nehmen würden oder einen Herr Malzahn oder so, die ja wirklich Ahnung von Musik haben. Die selber auch mal Instrument mitspielen können, die singen können und so weiter. Was meint ihr, was die mit denen machen könnten? Weil das richtig cool war und krass war, hätte ich nicht gedacht. Es kam 100.000 Ich glaube, wenn die Troll mitnehmen würden, ne? wenn die mit Troll zusammenarbeiten würden, am Ende würde sich Rammstein Ramlord nennen, um berühmter zu werden. Abonnenten auf meinen Kanal, auch dafür vielen, vielen lieben Dank, sau cool von euch, dass wir so viele Abonnenten zusammenbekommen, hätte ich nie gedacht, geschweige denn erwartet. Einfach nur. Möchte auch gerne Abonnenten, bitte abonniert bei mir. Dankeschön, vergesst das Like nicht. Oh krass, da kann ich echt nichts zu sagen. Dann kamen auch Formate zurück wie Dragon Monday und das Radl-Video, was ja beides schon Formate sind, die schon vor Jahren da waren und die jetzt. Ja, Rainer, aber nie. Damals waren es keine Formate, Rainer. Du hast 1-2 Folgen davon gemacht. Das waren noch keine Formate. Du hast selber mal Formate definiert. Und da heißt es, dass es mehrere Folgen geben muss und so weiter. Das waren keine Formate. Wieder nicht mehr da sind. Das werden aber im kommenden Jahr noch 2-3 Formate mehr werden. Kevin wollte jetzt. Er kriegt seine Formate nicht auf die Kette. Und kündigt immer mehr an. Jetzt mal außen vor gelassen. Haben mich im letzten Jahr jetzt einige YouTuber verstärkt daran erinnert, dass sie mich nicht auf YouTube haben wollen. Oder besser gesagt, mir deutlich bewusster gemacht, dass ich auf YouTube nicht erwünscht bin. Das hat YouTube später selber getan. Das gilt nicht nur für meine Zuschauer, für meine Fans oder für meine Hater, sondern es gilt auch für andere YouTuber wie, ich nenne jetzt keine Namen, ich möchte jetzt schon wieder irgendwelche Leute ärgern oder sonst was. Oder schon wieder. Tanzverbot, Excel. Iblabli. Das mit dem Anfang ist nicht mehr mein Stil, ist auch nicht mehr mein Stil gewesen, aber gut. Ist nicht mehr sein Stil und ist nie sein Stil gewesen. Junge, es gab diese Ansage an Tanzverbot, was er für ein kleines Stück, ne, ist.
Ein kleines Stück Piep. Ist nie sein Stil gewesen. Jahre später wird gegen Unge und Solmecke sein Christian geschossen. Ist nicht sein Stil, wird er nicht tun. Gut, letzten Endes ist es so, ich habe vor und aufgrund Kevin Wolter unter anderem auch. Den er später auch als Hater tituliert hat. Habe ich jetzt letzten Endes vor, mich mit einem Plan nach oben zu arbeiten oder zu schlafen, je nachdem, was schneller geht. Ich glaube, bei dir ist beides sehr unwahrscheinlich, aber arbeiten, ja, du könntest dich eher nach oben arbeiten, als nach oben schlafen. Aber auch da sehe ich die Chancen, sagen wir, gering. Geht. Ich möchte am Ende von den nächsten Jahren, wohlgemerkt Mehrzahl von Jahr, möchte ich mich irgendwann an die Spitze von YouTube stellen können. Rainer, da bist du in mehreren Jahren nicht mehr. In mehreren Jahren, Mehrzahl gesprochen, bist du obdachlos, mittellos, gibst Leuten Interviews, die du vorher verflucht hast. Das wirst du tun. Deutschland, nicht von der ganzen Welt. Dafür bin ich nicht ehrgeizig genug und auch nicht fähig genug, weil dafür müsste ich viele Videos auf Englisch machen. Nicht ehrgeizig genug. Rainer, du hast gerade erzählt, du willst die Spitze von YouTube Deutschland erklimmen. Das halte ich schon für sehr ehrgeizig, wenn man überlegt, dass jetzt gerade ein Fritz Meinecke, glaube ich, der müsste auf der Spitze stehen, ne? Rainer, und einen Fritz Meinecke zu überholen mit ich sitze auf meinem Sofa und beleidige Leute, das wird nicht klappen. Ja? Der Dude weiß, wie man Content macht, der Fritz. Der ist richtig gut. Nein, ich möchte mich tatsächlich deutschlandweit so weit entwickeln, dass ich am Ende zumindest über den meisten YouTubern stehe, die in Deutschland Videos machen. Kleiner Fun Fact, hat nicht funktioniert. Zumindest was die Abonnentenzahl angeht. Dafür habe ich auch einen genauen Plan, den erkläre ich euch aber gleich noch genauer. Wenn ihr euch selbst abonniert, habt ihr einen Abonnenten mehr als Rainer gerade? Meine persönliche Entwicklung. Ich habe das vergangene Jahr, das lese ich mal kurz ab. Ja, es wäre ja auch Quatsch, über seine Entwicklung zu reden, ohne was abzulesen. Ja, da hast du dich schon entwickelt. Ich habe das vergangene Jahr einiges durchgemacht. Von einer neuen Freundin, mit der ich zusammenkam Anfang des Jahres, bis zu einer zweiten, mit der ich jetzt ebenfalls zusammen bin, sprich im Moment zwei Mädels ab. Ja, der labert nur. Guckt ihn euch an. Er lügt gerade und erfindet zwei Freundinnen. Das ist meine feste Meinung. Wird mich keiner von abbringen. Das ist seine Entwicklung, die er durchgemacht hat. Er hat sich zwei Freundinnen erfunden. 31 Jahre alt. Er findet zwei Freundinnen. Eine reicht nicht. Es müssen zwei sein. Junge, juckt mir gerade was. Dann laber ich halt nur. Fake-Lache. Abgekreuzt. Ist in Ordnung. Wenn ihr das meint, dann wird es schon stimmen. So, wie dem auch sei. Meine ernsthafte Absicht, den Kanal zu schließen. Ich hatte wirklich vor, den Kanal zu schließen. Ja, na klar, Rainer, na klar. Alles schon soweit gelöscht. Ich hatte sogar schon den Finger auf dem Löschbutton. Aber dann, pass auf, jetzt kommt die Anime-Geschichte. Ja, also Kanal-Löschbutton. Hab mich dann letzten Endes doch umentschieden, weil ich einfach nochmal an die ganzen Jahre gedacht habe, was mir YouTube gegeben hat, was es mir genommen hat. Es ist letzten Endes wirklich so, dass ich meinen Kanal nicht löschen möchte. Ja, Rainer, du nicht. Die Company hat das anders gesehen. Ja? Wenn ich diese Anime-Geschichte... Ich hatte den Finger... Er tut es, als wenn er einen roten Knopf vor sich hatte. Bei sich auf seinem... Pass auf, ich Gänsefüßchen gerade. Schreibtisch. Da hat er einen roten Knopf. Alles klar. Würde ich auch eigentlich generell nicht. Es ist aber wirklich so, dass ich schon knapp davor war. Nein. Nein, ich bin mir sehr sicher, nein. Rainer, du hast dein Haus verkauft, anstatt deinen Kanal aufzugeben. Jetzt willst du mir erzählen, du warst kurz davor, deinen Kanal vorher aufzugeben, ohne irgendeine Begründung. Na klar.
worüber sich offensichtlich viele YouTuber gefreut haben. Das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum ich gemeint habe, dass viele YouTuber mir im vergangenen Jahr jetzt gezeigt haben, dass sie mich nicht auf YouTube haben wollen, weil keiner versucht hat, mir seine Unterstützung anzubieten. Rainer, wenn es einer versucht hätte, hättest du ihn geblockt. Mir grundsätzlich keiner versucht, seine Unterstützung anzubieten. Und die, die es tun, hinterher den Schwanz einziehen. Ja, Rainer, weil du sie hinterher beleidigst, weil sie dich kennenlernen. Nehmen wir einen Kevin Wolter. Ja, der war jetzt erstmal, als er bei Raini war, an sich, fand ich ihn per se nicht sehr unsympathisch. Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ihn da das erste Mal gesehen. Ich bin gar nicht so hart kritisch, wenn ich jemand Neues sehe für mich. Ja, da versuche ich erstmal, ey, vielleicht ist er ganz gut. Ja, er war sehr nett zu Raini. Er hat auch nachher noch versucht, zu Raini zu halten, bis er dann auf magische Weise auf einmal gesehen hat, was Raini alles getan hat. Ja, danach war es für Raini ein Hater. Er hat die Wahrheit herausgefunden, also das ist ein Hater, ganz einfach, ein Wolle-Hate. Bis zum Entschluss, das nochmal professioneller zu versuchen. Ich habe vor, meinen Kanal professioneller aufzuziehen. Kleiner Fun-Fact, nicht passiert. Das erkläre ich jetzt auch genau noch im kommenden Thema, das kommende Jahr 2021. Denn die Sache ist, mir ist durchaus bewusst, dass man seinen Kanal nicht verbessern und aufbauen kann, wenn man nicht dann irgendwann ab einem gewissen Punkt doch eine gewisse Professionalität reinbringt. Ich persönlich wollte meinen Kanal nie professionell machen. Ich wollte ihn immer so einen kleinen Crap-Kanal lassen. Natürlich, Rainer. Natürlich wolltest du genau das. Du wolltest nicht arbeiten gehen. Das ist das, was ich glaube. Und du wolltest deine Kohlen auf YouTube machen. Mit kleinen Abonnenten, mit wenigen Abonnenten, aber dafür coolen Abonnenten. Coole Abonnenten habe ich heute auch noch, aber leider ist der Kanal jetzt nicht mehr ganz so klein. Und man könnte natürlich sagen, ja, dann lösche ihn und mache einen neuen Kanal. Ja, den hat er wahrscheinlich auch wieder innerhalb von kurzer Zeit 20.000, 30.000 Abonnenten. Und auch das. Ja, Rainer, na und, dann löschen wir halt nochmal und machen nochmal einen neuen. Das ist mir schon zu viel. Nein, also tatsächlich ist es so, dass ich im kommenden Jahr jetzt aufgrund der Aktionen mit den anderen YouTubern, und da sind wir jetzt im neuen Thema, plane, 140.000 Abos im kommenden Jahr zu machen. Das heißt im Klartext, nächstes Jahr um diese Zeit möchte ich 250.000 plus Abos haben. Hat nicht funktioniert. Also je nachdem, ob ich dann darüber hinauskomme oder nicht. Ich möchte aber ungefähr 250.000 Abos im kommenden Jahr haben. Damals hat er eine Reichweite, da hätte das funktioniert. Ja? Ich sag mal, die ersten 1.000 Abos sind die schwersten. Dann von 1.000 auf 5.000, das geht sehr schnell. Von 5 auf 10 wird, ab da wird es dann immer ein bisschen langsamer. Wenn du allerdings so bei 50.000, 60.000 bist, dann geht das wieder ganz einfach. Dann wirst du überall vorgeschlagen, dann bist du vorne auf YouTube auf der Startseite des öfteren Mal und so weiter. Ab da geht es wieder sehr schnell. Er hätte das machen können und schaffen können, wenn er dann auch den Content gebracht hätte, den er uns gleich ankündigt. Er hat uns Laufvideos, Radlvideos, er hat uns, was er uns alles angekündigt hat, Kochvideos, keine Ahnung, nichts davon ist gekommen, wirklich nichts. Mit Ausreden wie, ich kann kein Drache auf dem Radl machen, weil es kalt draußen. Dieses Trekkingrad, dieses Fitnessrad steht in der Bude. Rainer ist der einzige Indoor-Sportler, der aufs Wetter achtet. Im Jahr darauf, also 2022, möchte ich tatsächlich dann 500.000 haben. Und im Jahr 2023 möchte ich dann, wenn möglich, Ende des Jahres etwa die 1 Million geknackt haben. Wir sind jetzt in 2023 und ich glaube, er ist sehr weit von der Million entfernt. So knapp 1 Million. Ob ich es letzten Endes schaffe oder nicht, weiß ich noch nicht. Das muss ich ausprobieren. Es wird natürlich nicht von ungefähr kommen, sondern man würde es definitiv umsetzen müssen mit einer Planung. Mit Content, mit regelmäßigen Videos, damit schafft man das. Und die werde ich euch jetzt erklären. Ich habe insgesamt 10 Formate für das kommende Jahr geplant. Ich habe keins ist gekommen. 2 Pläne heute da von 3 Plänen, die ich gemacht habe. Ich habe einen Monatsplan, einen Wochenplan und einen Jahresplan. Ich habe euch den Wochen- und den Monatsplan mitgebracht, die ich euch erkläre, weil der Wochenplan für mich nur speziell nochmal etwas verdeutlichter ist, dass ich genau weiß, diese Woche kommt das, das, das und das. Passt. Jetzt passen wir aber genau auf. Die Streams sind in den 10 Formaten nicht integriert und der Vlog ist ebenfalls nicht integriert, aber beides wird natürlich trotzdem kommen.
Natürlich wird es kommen. Natürlich, hat er gesagt. Die Vlogs werden immer random kommen, deswegen habe ich die nicht formattechnisch aufgeschrieben. Und ich werde die auch nicht vergessen. Und ich vergesse sie auch nicht hier zu erwähnen. Gerade du vergisst es nie zu erwähnen. Du vergisst es zu tun. Da ist das Problem. Und was ich nicht aufgeschrieben habe, sind die Livestreams, aber die sollten sich von alleine klären, dass wir die auch regelmäßiger machen. Ich habe mir Folgendes vorgenommen. Wir werden einmal jeden Montag den Dragon Monday kommen lassen. Ne? Ja, ist dann... Er hat für eine kurze Zeit funktioniert, aber auch nicht sehr lange. Natürlich, klar. Brauche ich nicht drüber reden, brauche ich nicht viel erklären. Jeden Montag Dragon Monday, außer in Ausnahmefällen. Klar, na, wenn ich mal krank... So 80% Ausnahmefälle. 80-85%. Bin, wenn es mir nicht gut geht oder irgendwas mal anders passiert oder ich es nicht rechtzeitig schaffe, aufgrund von anderen Umständen, dann wird es eben nicht... Zum Beispiel keine Lust. ...passieren, aber letzten Endes will ich den jeden Montag raushauen. Das kommt... Einer der Gründe, die es dann auch gab, war, ja, mein Team hat mir nichts vorbereitet. Kommende Jahr sollen zweimal im Monat das Projekt Brot und Brötchen kommen. Ich habe ja jetzt so ein nettes Buch, dazu noch genaueres gleich und ja, es wird auf jeden Fall so kommen, dass ich definitiv zweimal im Monat Projekt Brot und Brötchen raushaue. Das heißt, Leute, hier müsst ihr sehen, ab hier wird's wild. Anders wild. Ja? Ab hier kommen seine Ankündigungen, ab hier kommt die Qualitätsoffensive. Es kommt einmal, einmal nicht, einmal kommt es, einmal nicht, immer mit einer Pause dazwischen. Also es kommt nicht jede Woche, sondern jede zweite. Dann kommen vier Formate, die bereits bekannt sind, die etwas aufwendiger für mich sind und für eventuell auch mein Team, wenn die mir mithelfen. Ja, wenn das Team nicht mithilft, kommen die Formate leider nicht. Aber Fakt ist, diese vier Formate werden einmal im Monat kommen. Und ich glaube ja, das ist jetzt meine Meinung, dass er diese Formate mit dem Team ausgearbeitet hat und dass es einfach Wolderhits waren und die dann auflaufen lassen haben. Lassen wir ihn das erstmal ankündigen und dann am Ende sind wir weg. Das bedeutet nicht, dass jetzt eines dieser vier Formate im Monat kommt, sondern jedes dieser Formate kommt einmal im Monat. Das heißt, am Ende vom Jahr will ich 12 Folgen haben von Vier Drachen in der Schanze. Hat nicht funktioniert. Von Headbang Video. Hat nicht funktioniert. Von Metal Shore Video. Hat nicht funktioniert. Und von Time of Metal. Hat auch nicht funktioniert. Insgesamt 12 Folgen für jeden Monat eins von jedem Format. Ich glaube, wenn wir alle zusammennehmen, alle, gab es 3 oder 4 Folgen. Insgesamt. Also von allen Formaten zusammen. Und das Ganze wird so laufen, dass wir uns den Mittwoch organisieren und am Mittwoch, wenn ich drück den bewusst so aus. Ehrlich, sagst du es mal richtig. Am Mittwoch würde in Zukunft es so passieren, dass immer eines dieser Formate kommt. Auch mit genauem Plan habe ich euch mir schon für den Monat aufgeschrieben. So, dann haben wir die Lego-Videos. Natürlich kommen auch nach wie vor die Lego-Videos, aber hier ist natürlich die Situation, dass ich Lego-Videos nur dann bringen kann, wenn diese auch da sind. Das heißt, ihr müsst mir Lego schenken, damit ich für euch Lego zusammenbauen kann. Was dann auch wieder nicht passiert. Erst wurde ihm Lego geschickt und er hat es nicht zusammengebaut. Junge, das kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Das heißt, wenn ich Sachen von Lego hier habe. Achtung, hier an dieser Stelle noch kurz erklärt. Lego-Sachen baue ich nur zusammen, wenn ich Interesse daran habe. Heißt, Achtung, ihr könnt mir zwar Lego-Sachen kaufen, aber nur die, die ich will. Nicht, was ihr wollt. Das interessiert nicht. Das bedeutet, es sind nur Sachen, die ich auf meiner Amazon-Wunschliste habe. Heißt im Klartext, wenn ich auf meiner Amazon-Wunschliste irgendetwas habe und... Dann kauft es gefälligst. Und ihr das seht und ihr möchtet, dass ich das als Lego-Spielzeug zusammenbastel in einem Video, dann könnt ihr mir das gerne bestellen. Wenn nicht, dann bitte nicht irgendwo rumsuchen und mir irgendetwas schicken. Ja, ich werde definitiv nicht Barbies World oder so einen Scheiß zusammenbauen. Das wäre mal, wenn du mal von dieser Ironie redest, die du doch so viel hast, das wäre mal nice gewesen. Da habe ich kein Interesse dran und das wäre zwar lustig. Ja, das wäre zwar lustig, aber ich mache es nicht für euch. Überaus lustig. Aber wenn es nicht auf meiner Liste sitzt, dann werde ich es auch nicht machen. So. Wo wir gerade von Sitzen reden. Er steht hier auch nicht. So. Genau. Natürlich werden neue Musikvideos kommen. Wir haben jetzt ein Video, beziehungsweise wir haben jetzt einen Song vorbereitet bereits. Der ist soweit fertig. Jetzt muss noch ein, zwei Aufnahmen machen. Immer noch. Habe ich zwar schon 3-4 Mal gemacht, aber mein Team ist noch nicht zufrieden mit mir. Ja, wie das nur kommt, Rainer.
Rainer, wenn die noch Aufnahmen von dir brauchen, dann müssen sie die danach noch zusammenschneiden und so weiter. Dann ist der Song noch nicht fertig. Ja, und ja, ich bin da ein bisschen Newbie und deswegen muss ich das nochmal aufnehmen. Ja, auf jeden Fall wird es nach wie vor auch Musikvideos geben. Diese aber auch je nach Planung. Also es kann sein, dass ich die irgendwann mal zwischendurch reinschiebe. Vermutlich werden die Musikvideos werden vermutlich immer an einem Freitag kommen, zusätzlich zu den normalen Videos, die sowieso Die ja auch nicht kommen. so kommen. Oder stattdessen. Das muss ich mir noch überlegen. Das kommt dann. Also die kommen auf jeden Fall zusätzlich oder stattdessen. Oder es kommt einfach gar nichts. Darauf an, wie ich es zeitlich plane. Dann kommen zwei Formate, die im Prinzip dasselbe sind, nur mit geringfügiger Änderung. Das eine ist ein Format, das es früher schon gegeben hat, das auch früher schon sehr beliebt war, das aber früher viel zu Unstimmigkeiten geführt hat aufgrund des Namens, weil viele gedacht haben, das läuft doch gar nicht. Drache läuft. Wenn er jetzt sagt, ich laufe nach Emskirchen, dann heißt das für mich, er geht dahin. Ja? Wenn man sagt, ich gehe jetzt laufen, ja, ich gehe laufen, dann heißt es für mich joggen. So. Natürlich hat man versucht, ihn damit ein bisschen zu triggern. Er hat sich triggern lassen. Er sieht dann so aus. Ja. Rainer, natürlich hat keiner von dir erwartet, dass du wirklich joggst. Der geht doch spazieren. Und genau das ist nämlich das Format. Drache läuft. Nur das Format heißt jetzt nicht mehr Drache läuft, sondern. Kleiner Fun Fact, dieses Format ist nie gekommen. Ja? Ist nicht passiert. Drache geht, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen. Bei uns sagt man auch zum Spazieren gehen, jo, ich gehe mal ein bisschen laufen. Damit meint man nicht, dass man joggen geht, sondern spazieren geht. Wenn man sagt, ich gehe laufen, dann heißt es für mich joggen. Doch. Wenn ein Kumpel fragt, wie kommst du gleich rüber, dann sage ich, ich laufe, dann heißt es, ich gehe. Normalfall. Gut, dann, das wird einmal die Woche kommen, ohne Winterpause. Also es wird auch trotz des Winters kommen. Wisst ihr was? Ich war mal kurz, ich suche mal kurz was. Es wird ja trotz des Winters kommen. Drache läuft. So, ich bin mal kurz hier auf Drachenchronik. Das war, da sollte Drache läuft kommen. Drache geht, Drache läuft, wie man möchte. Ihr wisst sofort, wenn ihr den Titel seht dieses Videos, heute kein Drache geht. Obwohl es immer kommen soll. Immer. Auch im Winter. Wir hören uns mal an, warum es nicht kam. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute war ja eigentlich geplant, dass ich ein Laufvideo mache, allerdings hat es jetzt nicht funktioniert, weil ich ein bisschen erkältet bin. Na klar, er ist auf einmal erkältet. Kleiner Fun Fact. Am Tag vorher war er nicht erkältet, am Tag danach ist er auch nicht erkältet. Außerdem schneit es die ganze Zeit und ehrlich gesagt, ich habe da boah, keine Lust, wirklich draußen rumzulaufen. Es wird immer kommen, egal ob es Winter ist. Ja, ich habe jetzt nur mal kurz den Anfang hier reingespult, wenn ihr das ganze Video anschauen wollt, auf der Drachenchronik, die beste Seite meiner Meinung nach im ganzen Internet. Ja, und wir hören uns jetzt hier nochmal an. Spazieren geht. Normalfall. Gut, dann, das wird einmal die Woche kommen, ohne Winterpause. Also es wird auch trotz des Winters kommen. Es wird trotz des Winters kommen. Oh, keine Winterpause. Erstes Video, wo es schneit draußen und habe ich keine Lust. So, das ist dieses Durchziehen, diese Disziplin, dieses Arbeiten für 1 Million Abos, wovon er da gerade redet. Ja, genau das ist es. Radl-Video habe ich natürlich nicht vergessen. Ist aktuell noch in der Winterpause, wird aber auch. Das Radl-Video, was ja wirklich drinnen ist, das ist gerade in der Winterpause. Das wäre, als wenn ich jetzt sage, Leute, tut mir leid, ich kann jetzt keine Reaction-Videos mehr machen, ist gerade Winterpause. Das Wetter draußen ist schlecht, wie soll ich mich davon Rechner setzen? Auch wieder kommen, wenn es wieder wärmer wird. Ich habe sogar einen Fahrrad auf der Amazon-Wunschliste. Dann könnte ich. Ja. Ja. Sogar mit Outdoor-Kamera und sowas machen, weil ich habe da auch was da. Outdoor-Kamera bei dem Trekkingrad im Wohnzimmer. Eine Out. Junge. Ist nur eine Idee. Keine sehr gute, wie ich finde.
Muss jetzt aber auch nicht umgesetzt werden. Fakt ist auf jeden Fall, letzten Endes, ich möchte tatsächlich mit euch zusammen weiterhin die Radl-Videos machen und ich möchte Drache läuft machen. Im Moment wird es so laufen, dass es, wie gesagt, das Radl-Video bleibt noch in der Winterpause vorübergehend. Drache läuft Video vermutlich noch nicht. Und das sind auch die Formate, wo ich gemeint habe, dass ich eventuell ein bisschen sportlich mich betätigen werde. Auch. Ja, aber ohne Winterpause, aber nur wenn es nicht kalt ist. Unter anderem, einmal die Woche soll es kommen. Es kommt auch im Winter, wenn es denn über 30 Grad sind. Immer am Freitag. Wird sich mal gucken, ob ich das in Zukunft so mache, dass ich das Radl-Video durch das G-Video ersetze oder ob ich die zusätzlich mache oder wie auch immer. Das weiß ich noch nicht. Es kommt darauf an, wie ich zu dem Zeitpunkt dann fertig. Das kommt darauf an, wie ich zu dem Zeitpunkt dann drauf bin. Also du könntest es auch machen wie, kennt ihr Maxim? Maxim, sehr netter Dude auf Twitch. Sehr netter Kerl, der Maxim. Der streamt jeden Morgen. Also gut wie jeden Morgen. Da macht er halt Frühsport mit dem Chat zusammen. Erst trinkt er einen Kaffee und so weiter. Dann redet er ein bisschen mit dem Chat und dann macht er Sport. Zusammen mit dem Chat. Und danach zockt er noch eine Runde LOL oder so. Ja, er macht alles in einem Stream. Und finde ich, ist ein sehr nicer Dude, der Maxim. Also sympathisch und so weiter. Super nicer Dude, finde ich. Der Wochenplan ist, sind insgesamt 5 Kalenderwochen. Das ist jetzt nur der Januar. Das heißt, im Februar kann es schon wieder komplett anders sein. Entweder ich werde im Dragon Monday der letzten Woche, also der fünften Kalenderwoche, dann das Ganze nochmal genauer erklären. Oder aber ich werde es so machen, dass ich das in einem eigenen Video nochmal mache oder einfach weiterhin fortführe, wie auch immer. Oder er macht es einfach gar nicht. Auf jeden Fall ist meine Wochenplanung für den Januar jetzt folgendermaßen. Jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Natürlich fängt er mit dem Januar, mit dem 4.1., mit dem Montag an und läuft natürlich mit Dragon Monday an. Das kam. Und jetzt passt auf, denn ich habe es schon gesagt, die Livestreams werden auch kommen. Es wird so laufen. Wir machen einen Dragon Monday am Montag. Na klar, am 5.1., also einen Tag später, wird es einen Livestream geben mit Gaming. Den niemand interessiert. Wirklich. Ich kenne keinen. Außer Joey Conrad, ja, wer sich an den Ehrenmann noch erinnert, den Ehrenbruder, der hat Reinis Let's Plays auf ein erträgliches Niveau zusammengeschnitten. Da kam halt irgendwie so aus 4 Stunden Hello Kittys großer Inselspaß, hat er halt am Ende 1,5 Minuten gemacht, die man sich wirklich geben konnte. Ich werde auch mal, weil es schon oft gefragt wurde, ich werde auch mal das Sekiro Let's Play reacten. Ja, die Zusammenfassung davon. Ich hatte es beim Wingelwongel gesehen. Wingelwongel hat das leider nicht sehr viel gespielt. Fand es trotzdem sehr gut. Wingelwongel hat dann das Mario 64 sehr, sehr gut reacted, finde ich. Da hat man gemerkt, da hat er auch Ahnung von gehabt. Das Sekiro werde ich mir mal vornehmen. Denn ich will nicht angeben, weil ich glaube, ich bin ziemlich gut in Sekiro. Sekiro, mein Lieblings-From-Software-Spiel. Danach würde ich sagen, kommt Dark Souls 1, dann Bloodborne, Demon's Souls Remastered, Dark Souls 3, Elden Ring und Dark Souls 2. So in der Reihenfolge. Aber Sekiro ist für mich schon ganz oben. Ich habe mir noch kein Spiel überlegt. Ich werde es so machen, dass ich am Dienstag in die Post schaue und gucken, was ihr mir geschenkt habt. Immer ein Spiel streame. Immer das gleiche, bis wir durch sind. Sprich, es wird im Prinzip eine Let's Play-Folge, nur dass es quasi live ist. Und das spricht ja einiges für Zelda. Lass mir nicht nur eine Stunde zocken, sondern wirklich ein paar Stunden. Das kommt natürlich immer auf die Zeit und auf die Laune an, die ich habe. Genau, das Spiel haben wir noch nicht überlegt. Und ob es Zeiten geben wird dazu, das weiß ich noch nicht. Aber es wird in Zukunft jeden Dienstag der Fall sein. Und welche Uhrzeit, weiß ich noch nicht. Dann also, ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht und ich weiß es noch nicht. Das ist sein Let's Play-Plan zusammengefasst. Headbang-Video. Ich habe schon gesagt, Headbang, Time of Metal, Metal-Genre und auch das Projekt 4 Drachen in der Schanze. Würde es gab's nicht. Definitiv jede Woche geben. Quatsch, jeden Monat geben, aber eben einmal in der Woche. Das ist dann der Mittwoch, das ist diesmal der 6.1. Da habe ich mir überlegt, ich werde am 6.1. headbangen zu den bösen Onkels auf gute Freunde. Da das Song ein bisschen, die du ja glaube ich nicht hast, so in die Richtung neues Jahr geht, neue Erinnerungen, neue Freunde, neue Freundinnen, neue Mädels, neue Männer, neue Leute, neue. Gehen wir nicht auf den Sack. Ich meine, ne, da geht es auch um neues Jahr, neue Liebe und so weiter. Und das passt, denke ich, für ein neues Jahr und für einen neuen Anfang ganz gut.
Dann haben wir einen weiteren Livestream, und zwar am 7.1., das ist der Donnerstag, wird es einen Lava-Stream geben. Die Lava-Streams werden immer am Donnerstag kommen, mit wenigen. Die Laberstreams waren nur dafür da, um Reini zu ärgern. Wurden für viele Leute dafür benutzt. Nur dafür waren die gut. Ausnahmen, vielleicht kommt auch mal zwischendurch ein Stream, aber das ist auf jeden Fall die feste Planung. Und die Lava-Streams können folgendermaßen sein: Reaction-Streams, Lava-Streams, wo ich mich über ein Thema auslasse, Lava-Streams, wo ich mich mit euch über Musik unterhalte, wo ich. Reaction-Streams, also Reiners Reaction-Streams. Die waren Fremdschämen bis zum Anschlag. Natürlich wird mir auch oft gesagt, Arnie, was du da machst, ist nicht das leichteste, der leichteste Content, den du machen kannst, Reaction-Streams. Und das ist im Endeffekt auch richtig. Ja? Ich setze mich nicht 7 Tage auf eine Insel. Allerdings seht ihr, wenn ihr Reinis Reaction-Streams seht, wenn er auf Axel reactet oder auf Gurkensohn. Auf Gurkensohn fand ich sehr, sehr heftig. Es war wirklich krass. Was Reini da alles an Gurkensohn einfach kritisieren wollte, was er selber jeden Tag ins Internet pimmelt. Jeden Tag. Vom Rülpsen, wie er sagt, was ist das denn für ein Schwein und so weiter. Das macht Reini jedes Mal. Und beleidigt andere Leute, wenn sie es tun. Und Gurkensohn hatte trotzdem noch irgendein Konzept. Ne? Irgendein Content, das hat er schon. Ey, konnte man sich zum mal angucken. Aber Reini. Wisst ihr, es fing so an, Gurkensohn steht irgendwo vor einem McDonald's, glaube ich, war es. Und dann es stand im Regen und sagt, oh Mann, ey, so ein scheiß Wetter hier, aber was soll's? So, dann pausiert rein und sagt, ja. Erstmal das Wetter beleidigen. So, ich denke mir, Bruder, was redest du da? Einfach auf eure Kommentare eingehe und so weiter. Wird in Zukunft jeden Donnerstag kommen. 8.1. Drache geht. Bei Drache läuft oder Drache geht, werde ich mir immer ein Thema raussuchen, über das ich sprechen werde. Ja, da hat er über das Wetter gesprochen und dass er erkältet ist. Da ist er übrigens nicht gegangen. Da ich euch Spezies kenne und ihr diesen Plan mit Sicherheit wieder nicht euch anschauen werdet oder hinterher sagen wir, wie soll ich denn das wissen? Du sagst es ja nicht jedes Mal. Nö, ich gehe dann auf Drachenchronik und schau mal. Kam das Video oder kam es nicht? Wir haben es gerade zusammen gesehen, Rainer. Es kam nicht. Trotz, dass es keine Winterpause geben wird. Auch wenn Winter ist. Es kommt auf jeden Fall. Und jetzt guckt ihn euch an. Könnte dieser Mann lügen? Nein, oder? Ich habe es bereits in zwei Streams erwähnt, wie der Plan aussieht, zumindest vage. Heute habe ich einen genauen Plan da und das wird auch der Plan bleiben. Und das Bis dann das Video kommen soll. Dann wird sich der Plan ändern. wird deswegen auch im Drache geht nochmal thematisiert. Das heißt, es kann hinterher, kann er sich beschweren, ja, wo soll ich das wissen? Naja, schau dir das Video an, dann weißt du es. Ja, schau dir mein Video an, dann weißt du es besser. So, und am 9.1., das heißt, das ist dann der Samstag, wird es einen weiteren Gaming-Stream geben. Anders als am Dienstag und am Donnerstag wird aber der Samstag-Stream erstens mal nur alle 2 Wochen kommen. Der Grund dafür erkläre ich euch gleich im nächsten. Aber es wird auf jeden Fall so laufen, dass der Gaming-Stream irgendwas sein kann. Ja, Rainer, es gab mal so ein Ding, da hat er, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt angekündigt, da hat er gesagt, ihr könnt euch ein Spiel von Steam aussuchen, das darf irgendwie bis 2,50 € kosten. Warum auch immer nur 2,50 €. Und das spiele ich dann für euch. Da hat er wirklich mal Alt F4 gespielt. Muss zugeben, ich muss wirklich zugeben, er hat sich dann nicht so schlecht angestellt, wie ich dachte, dass er sich anstellen würde. Es war mehr oder weniger okay. Ja, ich habe mich auch nicht sehr viel besser angestellt, bin ich ganz ehrlich, bevor ich das Spiel gelöscht habe. Junge, das Spiel macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Ja, und das war's dann auch, ne? Dann wurde noch mal eins vorgeschlagen. Es wurde ihm, glaube ich, auch Drache Isolation vorgeschlagen und so. Aber ja, das Format hat sich schnell wieder verdünnisiert. Kann irgendwas komplett random sein, es kann Isaac sein, es kann Brutal Legend sein, es kann irgendwas sein, völlig. Isaac, Brutal Legend, Zelda, Fable oder irgendwas anderes, was ich schon 200 Mal gespielt habe. Egal. Und dieses Spiel wird auch nicht zwangsläufig storytechnisch gezockt. Das heißt, es können auch mal Spiele sein wie Overwatch, Hearthstone, irgendwelche Spiele, GTA. Rainer, die Einladung von RBS steht, glaube ich, immer noch, ne? Die Herausforderung, dass du mal gegen ihn Hearthstone zocken sollst. Irgendwas, was halt nicht unbedingt Story-relevant hat oder Story-Relevanz hat. Das heißt,
Wenn ihr ein Spiel von mir sehen wollt, das eine Story hat, wie zum Beispiel Pokémon Schwert, was auf meiner Amazon-Wunschliste ist. Er wird nicht wütend, das nochmal zu erwähnen. Ja? Immer her mit der Wishlist. Oder ähnliche Sachen, dann könnt ihr euch... Guckt mal, wenn er das sagt, wie er sich dabei die Hände reibt. Junge, das ist ja... Oh, ist auf meiner Wunschliste. Kauft es mir. Junge, ist das unangenehm. Schaut mal. Jetzt macht mal kurz euer Spiel auf klein und guckt doch mal hier ins Video, Leute. Oder holt euer Handy aus der Tasche und jetzt guckt doch mal auf den Bildschirm. Pass auf jetzt. Ich spiele jetzt ab. Weil das Story Relevanz hat. Das heißt, wenn ihr ein Spiel von mir sehen wollt, das eine Story hat, wie zum Beispiel Pokémon Schwert, was auf meiner Amazon-Wunschliste ist, oder ähnliches... Habt ihr gesehen, die Hände? Was auf meiner Wunschliste ist? ähnliche Sachen, dann könnt ihr euch immer am Dienstag einschalten. Wenn euch mehr die Gaming und wenn euch mehr die Lava-Streams und Reaction-Streams interessieren, könnt ihr am Donnerstag einschalten. Und wenn ihr einfach irgendwas sehen wollt, was euch interessiert von meinen Streams, dann könnt ihr am Dienstag einschalten, am Donnerstag und am Samstag. Er macht das, was wirklich keiner sehen will, dreimal die Woche. Hat er sich zumindest vorgenommen. Wir wissen alle, dieser Plan war nach 2 Wochen null und nichtig. Ja? Aber das will er öfter machen. Samstag aber, wie gesagt, nur alle 2 Wochen. Der Grund dafür ist das folgende in der kommenden Woche. Der Grund dafür ist die folgende Woche, die Kalenderwoche Nummer 3. Da geht es wieder los. Dragon Monday am Montag, das ist dann der 11. Am 12., das ist der Dienstag, gibt es einen Gaming-Stream. Wie gesagt, das Thema vom Spiel wissen wir diese Woche noch nicht. Dann wird es geben Metal Shorty Video Pagan Metal. Das ist eine kleine Änderung am Mittwoch. Wie gesagt, ich werde das durchwechseln. Und der 13.1. ist ein Mittwoch und das wird der Pagan Metal Shorty Video Tag. Oder geht. So muss ein Video heißen. Genre Video. Nein, Rainer, Genre, nicht Genre. Ja, haben sich früher mal alle lustig gemacht, dass das Metal-Genre heißt. Das Metal-Shorty. Aber ich hatte eigentlich recht. Bestätigt mich bitte. Das Video ist ein Format, bei dem ich euch erzähle, was zum Thema Metal ist, welches Thema in diesem Fall Pagan-Metal ist, werde ich euch über Pagan-Metal informieren und Zeichen und Leitzeichen erzählen. Ich werde es vorher mit Leuten abklären, die ich kenne, die auch sich ein bisschen mit Musik und Metal auskennen. Und dementsprechend wird es auch immer hoffentlich halbwegs vernünftig sein. Ja, er hatte davor, den Troll anzurufen und den Herrn Malzahn. Die haben aber beide mal aufgelegt. Deswegen war das Format dann nicht so gut. Ich habe es mir schon soweit zurechtgelegt. Ich habe es mir schon mehrfach durchgelesen, auch laut durchgelesen, dass ich es möglichst fehlerfrei vortragen kann und möglichst viel in die Kamera schauen kann, bevor ich auf meinen Zettel schaue. Ungefähr so, wie ich es auch heute mache. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, wie ich es heute mache. Rainer, ganz im Ernst, vom Redefluss her... Wenn man jetzt nicht darauf achtet, was er redet, aber vom Redefluss her geht das heute, ja? Würdest du jetzt noch dabei stehen und deine Hände benutzen vernünftig, ein bisschen gescheit gestikulieren, wäre das vom Redefluss her sogar okay? Das ist, wie gesagt, der Plan. Das Skript ist übrigens schon fertig. Also ihr braucht jetzt nicht sagen, oh, ja, das macht das sowieso mehr, wenn man in letzter Sekunde wieder keinen Bock auf das Skript hat. Das Skript ist fertig. Solange du das Skript nicht zeigst, glaube ich dir das nicht. Ich habe das Skript bereits vor 2 Tagen fertig geschrieben, habe es dann nochmal ein paar Änderungen unterworfen, habe es noch ein paar Leuten vorgelesen, habe es nochmal ein bisschen geändert und im Moment ist es tatsächlich fertig. Ich brauche es letzten Endes wirklich nur aufnehmen. Also das kriege ich auf jeden Fall hin, da ich noch... Auf jeden Fall. Ich kann gleich mal schauen, ob es wirklich passiert ist. ...fast 3 Wochen Zeit habe. Dann würde es geben am 14.01. einen Livestream labern. Brauche ich, denke ich, nicht weiter erklären. Wie er hier den ganzen Monat durchplant und einfach nichts passiert ist. Der 15. ist wieder ein Drache-Gate-Video. Da habe ich mir noch kein Thema überlegt. Das werde ich zu diesem Zeitpunkt immer zeitnah entscheiden. Möglichst bloß am Anfang der Woche oder Anfang der letzten Woche, also der Woche vorher, werde ich das dann immer entscheiden, was ich da mache für ein Thema. Oder es wird einfach ein Video, wo ich einfach rumlaufe und euch die Gegend zeige. Was nicht passieren wird. Muss man schauen. Ja, entweder mache ich das oder gar nichts. Hierzu übrigens, weil ich das jetzt schon kommen sehe, bei Drache geht, braucht ihr euch keine Mühe zu geben, hier bei mir vor der Haustür rumzulungern. Denn ich werde die Drache geht Videos nicht hier vor Ort aufnehmen. Ich werde mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo ich mir denke, da ist es schön und da werde ich rumlaufen. Und mit dem Auto, der wo fährt. Es wird jede Woche woanders sein. Ja, es wäre ja auch Quatsch, wenn du uns jede Woche die gleiche Gegend zeigst. Es wird vielleicht sein, dass mal irgendwelche Gegend doppelt oder dreifach gezeigt werden, aber definitiv nicht eine Woche nach der anderen. Es wird jede Woche irgendwo anders sein. Zumindest ist das der Plan. Der hat nicht funktioniert.
Genau, da werde ich nämlich im ganzen Umkreis hier sein. Ich werde mal in der Nähe von Fürth und Nürnberg sein, mal in der Nähe von Erlangen, mal in der Nähe von Linden, Markt Erlbach, hinten Bad Windsheim. Ja, Rainer, du wirst überall sein. Alle Himmelsrichtungen durch. Rainer, du warst in Rimini und hast kein Video aufgenommen. Richtung Würzburg hinter, Richtung Neustadt, Richtung, ach, überall, im ganzen Umkreis werde ich mal rumfahren und werde noch mal ein bisschen was zeigen. Dann seht ihr mal ein bisschen mehr von Franken. Das ist auch der Sinn des ganzen Formats unter anderem. Dann, und jetzt kommt nämlich der Clou, warum es diesen Samstag, also am 16.01., keinen Livestream gibt. Am 16.01., am Samstag, wird es nämlich ein Projekt Brot- und Brötchen-Video geben. Nein. Projekt Brot und Brötchen werde ich in Zukunft meinen Mädels überlassen, dass die. Ach komm. Reini, komm jetzt. Jetzt wirklich. Die mir irgendein Brot aus dem Buch, das ich habe, raussuchen. Aber ich habe jetzt in dem ersten Monat noch keine Chance gehabt, meinen Mädels das Buch zu zeigen und deswegen habe ich noch nicht die Gelegenheit gehabt. Ja, vielleicht, weil sie nicht existieren. Wisst ihr, dieses Projekt Brot und Brötchen, auch so eine Scheibe Salzbrot, die er mal gemacht hat, das wäre okay gewesen, wenn er uns gezeigt hätte, wie er zum Beispiel das Brot backt. Wenn er das Brot dazu selber gemacht hätte. Ey, Leute, ein selbstgebackenes Brot. Frisch aus dem Ofen. Ja, noch ein bisschen warm, eine Scheibe abzuschneiden, Butter drauf. Das ist einfach geil. Das ist einfach irre geil. Hätte er das gemacht? Hätte ich noch gesagt, ey, weißt du was? Ja, war okay. Aber er hat einfach eine Scheibe Billigbrot genommen, hat da Butter drauf gemacht, Salz drauf gespreut, so, das ist mein Brötchen. Ram, yam, 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 yam. Ihr könnt mich jetzt beim Essen zugucken. Yam, 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 yam. So, das war's. Tschüss, bis nächste Woche. Kannst du dir nicht ausdenken. Dass sie sich das raussuchen können. Deswegen werde ich es im Januar nochmal selbst erledigen. Deswegen habe ich mir überlegt, wir werden mit einem richtig schönen Brot anfangen. Und zwar werden wir mit einem sogenannten Club-Sandwich mit Werde anfangen. Die gute alte Salama, immer her damit. Und das wird das erste Projekt Brot-Video im neuen Jahr sein. Jetzt ist die Frage, die sich bestimmt viele stellen. Ja, du wolltest Projekt Brot und Brötchen ja nur für Mitglieder machen. Kommt es dann überhaupt für alle? Ja, beim Spiegellord kam das, für alle. Ich weiß es noch nicht. Das kann ich euch leider nicht sagen, weil ich es im Moment immer noch nicht weiß. Ich tendiere dazu, es für die Mitglieder zu machen. Oder es wird eines dieser Formate sein, das würde ich Das niemals kommt. in Zukunft auch öfter mal versuchen, was ich erst für die Mitglieder und dann für alle freischalte. Was aber schwierig ist, weil dann viele versuchen werden, oh ja, aber bei den Hatern kriege ich es früher, weil einige Hater haben mich abonniert und die laden Ist richtig. bei sich erst hoch. Also warum sollte ich auf dich warten? Wenn ihr auf mich wartet, habt ihr nichts davon. Absolut richtiger Satz. Wenn dann jetzt beendet, würde ich zustimmen. Außer der Nein, nicht außer. Gewissheit, dass ihr mir damit einen riesen Gefallen tut. Ja, okay, das gebe ich ihm auch, ja. Oder ihr abonniert meinen Kanal und unterstützt mich auf die Art und Weise sogar noch mehr. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, hier ist es umsonst. Mitgliederränge gibt es nicht. Es ist letzten Endes die Frage eures Gewissens und eurer Idee, ob ihr das möchtet oder nicht. Ich hoffe und appelliere einfach an eurem Verstand und an eurem Gewissen und an. Dass ihr es beim Spiegellord klaut. Oder bei einem Influencer, der kein Mensch mehr ist. Eurer guten Menschenkenntnis, obwohl wahrscheinlich viele mich aufgrund des ganzen Zeugs, was im Internet steht, sowieso verachten. Eher das, was du im Internet machst. Kann man nicht ändern. Doch, Rainer, das kann man. Das hättest du auch da noch gekonnt. Und irgendwie ein ganz, ganz kleines Fitzel hat bis vor 2 Wochen noch geglaubt, dass er es auch jetzt noch schaffen könnte. Ah, das Ding ist durch. Außer man versucht es. Ja, und das ist ja nicht wert, ne? Ich versuche es leider in der Winterpause. Die Kalenderwoche Nummer 4, und da wären wir jetzt, brauche ich eigentlich nicht groß weiter darauf eingehen, weil es im Prinzip wiederholt sich einfach nur. Montag Dragon Monday, Dienstag Livestream mit Gaming, wie gesagt, das Format wissen wir noch nicht. Dann der Mittwoch ist wieder interessanter, da gibt es nämlich dann 4 Drachen in der Schanze, die Erschaffung. Auch hier arbeite ich bereits am Skript, das ist noch nicht ganz fertig, aber auch daran arbeite ich und da habe ich noch 5 Wochen Zeit dafür. Ja, diese 5 Wochen vergehen schneller, als du denkst. Kriegen wir also hin, oder? Vielleicht.
4 Wochen. Auf jeden Fall habe ich noch mehr als genug Zeit dafür. Wird auf jeden Fall daran gearbeitet. Es wird auch eine kleine Hommage an die erste Folge für Drachen und der Metal mit ja, die Erschaffung. Herr Malzahn, gib dir mal Mühe, das zu finden. Es wird einen kleinen Rückblick geben, aber ich möchte nicht genauer erklären, was Sache ist. Es ist nur soweit, es ist kein Remake von dem ursprünglichen 4 Drachen in der Schanze, die Erschaffung, sondern es wird tatsächlich einfach schlicht und ergreifend ein neues Video sein mit 4 Drachen in der Schanze, wo ich dann neu anfange. Und das Format heißt bewusst 4 Drachen in der Schanze und es kommt bewusst am Mittwoch. Ich hätte es für Dullis in der Müllkippe genannt. Hätte besser gepasst, aber hey, ist ja sein Format. So, es soll auch ein bisschen zeigen, dass ich über mich selber lachen kann. Das hat nicht funktioniert. Nach so vielen Jahren vor allem. Dann geht es natürlich weiter mit dem Livestream zum Labern am Donnerstag. Das wäre der 21. Am 22. ist wieder Drache geht. Immer noch kein Thema, wie gesagt, das kommt dann noch. Also ohne Spaß, wenn ich mir die Haare anschaue, sehe ich einfach alles, ehrlich. Bruder. Und am 23.01. wieder ein Gaming-Stream. Wie gesagt, das wird dann wieder ein random Gaming-Stream. Die Kalenderwoche 5 brauche ich, denke ich, jetzt nicht groß erläutern. Ihr wisst, es bleibt nur ein Format übrig. Es wird kommen am Montag der Dragon Monday, am Dienstag Livestream mit Gaming. Dann, wie gesagt, wird das eine spezielle Thema. Time of Metal, da habe ich mir die letzte Instanz rausgesucht. Also ihr seht, ich habe sogar schon die Idee für die CDs. Ja, Wetter, dann ist das Format ja schon fertig. Letzte Instanz mit dem Album Liebe im Krieg. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle für dieses Album. Das hat Sayonara Matane. Jedes Frame ist ein Meme. Wer es jetzt schafft, ihn hier auf dem Pott zu photoshoppen, das würde ich sehen. Diese Bilder bitte einfach an Fuddel schicken. Ich werde die dann benutzen, wenn euch das recht ist. Guckt euch das an. Ihn hier auf dem Pott, da sehe ich mich. Mir nämlich ein Zuschauer geschenkt von meiner Amazon-Wunschliste. Vielen, vielen lieben Dank. Auf der Liste werden übrigens, das ist meine private Liste, aber die werden hier und da wahrscheinlich auch noch auftauchen für verschiedene, da werden noch öfter CDs auftauchen, meine ich, für verschiedene Videos eventuell. Aber die werde ich auch privat nutzen, deswegen bleiben die auf der privaten Liste und nicht extra fürs Video. Wenn ihr das also mal reinguckt, gibt es auch da mal was. Möchte da nicht reingucken, danke. So, dann das habe ich Furchi überlassen. Furchi macht das viel besser als ich. gibt es natürlich den Livestream zum Labern am 28. Das wäre dann quasi heute in einem Monat. Am 29. mit der Drache geht, ohne Thema im Moment noch, bleibt aber nicht so. Und der 30.01.2021 wird dann sein Projekt Brot und Brötchen. Bei diesem Format wird es dann darum gehen, dass wir Eier-Schinkenstulle machen. Das dürfte auch interessant werden, sind jetzt momentan recht einfach. Diese kaputtgebratenen Eier. Von beiden Seiten eine Viertelstunde in der Pfanne auf höchster Stufe. Bruder, wie die aussahen. Einfache Projekte noch für Projekt Brot und Brötchen. Aber ich habe mir auch schon überlegt, wie und was ich da am besten aufnehme und habe mir auch ein Danke nochmal dafür übrigens auch. Danke übrigens nochmal dafür. Da hat er gerade ein Bäuerchen gemacht, ne? Hört mal. Da am besten aufnehme und habe mir auch ein Danke nochmal dafür übrigens auch. Danke übrigens nochmal dafür auch. Dafür auch. Danke dafür auch. An dieser Stelle, ich habe mir tatsächlich extra auch ein Tischstativ auf meine Amazon-Wunschliste gepackt, die ich bereits bekommen habe. Deswegen Dankeschön. Du hast schon die Liste bekommen. Und dann kann ich auch besser das aufnehmen. Also es wird auf jeden Fall richtig cool, auch mit den Settings dann besser. Das wäre mal die Planung für den Januar. Wie gesagt, erst einmal nur der Januar, nicht für Februar, nicht für März, nicht für was der Geier was, sondern erstmal nur für Januar. Auch der Januar hat nicht funktioniert. Wie gesagt, gleich in der ersten Woche, Drache geht. Schon gescheitert. Das Ganze wird sich dann vermutlich jeden Monat so wiederholen. Vermutlich eher nicht. Februar muss ich mal gucken, wie ich das mache. Entweder es kommt im Februar dann entweder kein Time of Metal oder ein Video weniger von den 4 Videos, weil wir ja vermutlich etwa eine Woche weniger haben oder. Das stimmt, der Februar hat immer eine Woche weniger. Ne? Das weiß ja, außer im Schaltjahr, dann hat der Februar eine Woche mehr. Knapp eine Woche weniger, das muss ich mal genau checken noch. Aber das wird dann soweit erstmal im Februar noch erklärt werden, beziehungsweise im Ende Januar spätestens werde ich es euch auch nochmal erklären, beziehungsweise aller spätestens Anfang Januar. Rainer, Anfang Februar beziehungsweise Ende Januar oder aller spätestens Anfang Januar. Merkst du was? Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Ich hoffe, der Dragon Monday hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like da lasst.
wenn ihr abonniert. Würde mich auch freuen, wenn ihr abonniert. Wenn ihr mich unterstützt gegen die Hater, wenn ihr auf die Art und Weise ein Zeichen gegen Mobbing setzt, auch wenn das vermutlich eine dämliche Aussage ist. Ist es. Ich muss mich jetzt noch ins Schneiden machen und danke fürs Zuschauen. Euer Drache, haut rein und bleibt true. Ciao. Das Video geht noch 3 Minuten. Wartet mal kurz, ich schau mal rein, was da noch kommt. So, hey, es Leute, kommen noch. Ich hab mir. Ja, stopp. Outtakes kommen jetzt, Leute. Outtakes vom Reini. Ja, ich würde sagen, rein da. Gedacht, wir machen heute mal einen Klatscher. Nee, wir machen heute mal ein Outtake-Video mit rein. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. War jetzt nicht so mega krasse Outtakes, aber ein paar. Den meinst du, hast du ja drin gelassen. Ein paar kamen zusammen. Das ist bestimmt nochmal so 2 bis 4 Minuten Material. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Sagt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Da mittlerweile die Kommentare regelmäßig auch gecheckt werden, sollte da auch ein bisschen. Nicht von ihm, ganz klare Sache. Ruhigere Stimmung herrschen als sonst. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und noch viel Spaß mit meiner Dummheit. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Aber jetzt gucken wir trotzdem weiter. Heute insgesamt drei Themen, damit ist der Dragon Monday. Oh Gott, Sven. Heute drei Themen. Insgesamt ist der Dragon Monday damit 2 Themen kürzer. Zwei Themen. Scheiße. Ihr müsst euch vorstellen, er sitzt jetzt wahrscheinlich vor der Kamera beim vom Rechner beim Schneiden und lacht sich darüber kaputt. Es gibt lustige Outtakes. Das hier ist jetzt eher so, nee. Und das kommende Jahr. Wir haben dieses Jahr. Nimm dich mal mit zusammen. Rainer, nimm dich zusammen. So, und der Tisch quietscht wie die Sau. Geplant war letzte Woche ja der Dragon Monday und das Video für Heiligabend, wo ich den Stream gemacht habe. Also nicht das Video, sondern der Stream für Heiligabend, wo ich Heiligabend einen. So, geplant war letzte Woche auch noch der Dragon Monday, der kam ja auch, und auch das Video bzw. der Livestream für Heiligabend. Neben den Videos fürs nächste Jahr sind fürs nächste Jahr auch geplant, dass ich meine Küche mache und meinen Gang streiche. Das müsste eigentlich schon in die Outtakes rein, ne? Weil das hast du ja nie getan. Für unten und für oben. Das könnte gefährlich werden. Nee, Spaß beiseite. Also es wird definitiv. Nee, ich möchte mich tatsächlich. Was war das? Und meinen Gang streiche. Das gilt für unten und für oben. Das könnte gefährlich werden. Nee, Spaß beiseite. Also es wird definitiv. Rainer hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine Klingel. Leute, es hat bei Reini geklingelt. Nee, ich möchte mich tatsächlich weltweit. Alter, was für ein Gefahr da draußen ist. Alter, sagt mal rauf, runter, was ist denn das? Rainer, das sind Leute, die fahren und kommen von der Arbeit. Bruder. Die fahren zur Arbeit und kommen von der Arbeit. Was ist denn das? Ihr seid wohl hier nicht ganz sauber. Hier einfach durch mein Dorf zu fahren. Zum Wochenplan. Das bedeutet, am Ende vom Monat will ich insgesamt 12 Folgen haben von. Jede zweite Woche soll kommen, da habe ich mir überlegt, wir werden zu den bösen Onkels headbangen, oder ich werde zu den bösen Headbangern. Er wird zu den bösen Headbangern Onkels. Ich werde zu den. Dann haben wir am. Und wenn ihr einfach irgendwas von mir sehen wollt vom Stream, könnt ihr am Dienstag, am Donnerstag. Dienstag, am Donnerstag. Was? Brot und Brötchen würde ich. Ja, meine Dummheit kennt keine Grenzen. XP. Ciao. Wollen wir jetzt hier auch noch, weil ihr das ja selber schreibt hier, wollen wir uns noch die Rechtschreibfehler anschauen? Meine Dummheit, klein, groß, ist ja auch egal.
Kind, Grenz, ach komm, nee, ihr wisst, nee, das ist harte Arbeit, das macht der Ani nicht. Nein! Ups, Technikdecker auch wieder am Start. So, Leute, damit haben wir es geschafft. Für heute. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Dass ich es nicht allein ertragen musste. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Hier links haue ich euch noch ein Video rein. Rechts eine Playlist für die ganz hartgesottenen. Und in der Mitte könnt ihr mir ein Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen. So, jetzt aber gut. Ganz viel Liebe an euch. Metal Matane. Sayonara. Löwen. Mischi.